Der Markenkonstrukt Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. Hier ist Norman von Markenkonstrukt FM. Heute habe ich Yannick Tremmel hier zu Gast. Yannick, bist du bereit, das Interview mit mir zu rocken? Jawohl. Ein besonderer Gast deshalb, Yannick, weil wir sind ja quasi verheiratet miteinander, muss man ja schon echt fast sagen. Wir feiern nächstes Jahr unser 10-jähriges bei Markenkonstrukt. Du bist Geschäftspartner. Mein bester Freund, wenn ich das so sagen darf, und Trauzeuge. Mhm. Ja. und Dito. Und oder warum ich dich heute hier super gerne im Podcast haben wollte, ist, um einfach mal mit dir so über das ganze Thema Technologien der Zukunft zu quatschen, weil du bist da für mich eigentlich so der Know-how-Träger, der auch wirklich querliest und sich für die Sachen interessiert und die Sachen vor allem auch ausprobiert. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich einfach mal dich vorstellen, mhm, beziehungsweise eigentlich unsere Geschichte erzählen, weil die finde ich ja noch super spannend, weil du kamst damals aus Frankfurt, ich aus München. Wir haben uns nach Würzburg verschlagen und haben uns dort eigentlich als Berater in einer kleinen Agentur wiedergefunden und haben uns ein Büro geteilt im Keller. Ja. Ich erinnere mich an das Kellerfenster, wo wir dann nach oben geschaut mit haben. Mit Gittern. Mit Gittern. Und wo wir quasi überlegt haben, uns irgendwie nett fanden damals. Es hat irgendwie gepasst auf Anhieb. Ja. Es hat einfach gepasst. Und wo wir uns überlegt haben, warum machen wir nicht was Eigenes? Ja, ich glaube, beide auch auf der Suche waren, ne, nach einer Vision. Ja, genau. Und so ist Markenkonstrukt entstanden, eigentlich im Keller, ne? Nicht in der Garage, sondern im Keller. Wir sind also Kellerkinder. und haben dann eigentlich relativ kurzfristig, wenige Wochen danach, angefangen zu gründen. 2007, August ging es los. Ja. Und waren dann gestartet als die Markenmacher eigentlich. Ne? Markenkonstrukt war ja die Idee, aus komplexen Zusammenhängen einer Marke wirklich die Vermarktung anzuschieben, mit Fokus digitale Vermarktung, klar. Und was mich einfach so begeistert hat, war dieses Machen. Also wir haben nicht lange gequatscht, sondern wir haben einfach gemacht, wir haben losgelegt, wir sind ins Risiko gegangen, ganz klar. Ja. Und hatten damals aber auch noch wenig zu verlieren. Ja, außer uns selbst. Ja, aber hatten ja eigentlich auch einen guten Job. Ja, ja. Und aber was uns angetrieben hat, war letztendlich wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, ne? Absolut. Das Ganze zu pushen. Und vielleicht für unsere Zuhörer, wir beide sind Geschäftsführer von Markenkonstrukt und noch von so ein paar anderen Firmen. Ja. Wenn wir eine Firma gründen, dann machen wir das immer zusammen. Ja. Aus Markenkonstrukt wurde quasi so eine Art Holding, eine Dachgesellschaft für verschiedene Companies, nämlich einmal die Consulting, die MK Consulting, wo wir quasi das Beratungsgeschäft abbilden zum Thema digitale Markenführung. Mhm. Wir haben die MK Interactive, wo wir unsere eigenen technischen Lösungen ein Zuhause geben. Und es gibt noch eine Intermedia, was quasi die Vermarktungsgesellschaft darstellt für unsere interaktiven Multitouch-Systeme. Mhm, genau. Ganz nebenbei haben wir total viel Spaß, noch geile Projekte zu entwickeln, wie Come to Coach, was gerade in Würzburg am Start ist, ein kleines Startup quasi. Ja. Auch sehr cool. Und wir teilen uns die Verantwortlichkeiten so ein bisschen. Mein Part ist das Thema Kreation und Beratung, auch Strategie. Dein Part ist natürlich auch die Beratung, die Konzepte, die wir zusammengestalten. Ja. Aber vor allen Dingen natürlich auch ganz klar die Projektleitung. Also bei dir laufen im Grunde alle Fäden zusammen. Und du führst quasi unsere Markenkonstruktmannschaft in Würzburg. Genau. Und wir sitzen jetzt gerade hier in Amorbach in der Kreativschmiede, um mal so einen freien Kopf zu kriegen. Und das war jetzt schon wieder ein längeres Intro über dich. Jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir, also als Privatperson, wer ist der Yannick privat?
Und natürlich auch so ein bisschen geschäftlich was erzählen. Ja, wer und was bin ich privat? Mitte 30. Also meiner Frau erzähle ich immer, auch wenn die das natürlich weiß, Mitte 30, sportlich, humorvoll und natürlich gut aussehen. Das heißt auch ein bisschen lustig, das haben wir uns zum Glück bewahrt. Und ja, klassisch BWLer, auch wenn ich glaube ich das nicht so verkörpere oder lebe. Und schon immer ja, Lust auf Technik gehabt. Schon immer gebastelt, gebaut, in verschiedensten Richtungen. Aber sagen wir mal, Digitales begleitet mich eigentlich seit ich ja, 13, 14 bin. Damals mit dem ersten Computer wochenlang beschäftigt, mit dem Geld von der Konfirmation damals, welches Gerät kaufe ich mir. Ja. Davor immer bei Freunden ein- und ausgegangen, Amiga, Commodore, C64. also das war und ist schon immer letztendlich ein Thema gewesen, was mich begleitet hat und immer noch begleitet. Das heißt, sollte ich mal ein bisschen Freizeit haben, in der Regel so ab 22 Uhr, wenn ich die Kinder im Bett sind, dann ist das durchaus auch immer noch ein Thema, sich mit dem PC zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, Mac ist mit natürlich eine zweite Leidenschaft geworden, auch dank Markenkonstrukt. Und ja, das ist eigentlich so das zum Persönlichen. Ansonsten ja, beruflich gestartet in Frankfurt, schon immer agenturseitig unterwegs gewesen, in verschiedensten Ausprägungen, unter anderem auch mal ausgeliehen gewesen an Xbox, hatten damals die erste interaktive Fußball-Weltmeisterschaft konzipiert und auch damals in Berlin ausgerichtet. Gibt's heute noch, wird nicht cool. Wirklich so nachhaltig vermarktet, aber ja, freut sich trotzdem einer gewissen Fanbase und ist meiner Meinung nach auch ein tolles Projekt, was sicherlich auch, wenn wir dazu noch im Laufe des Gesprächs kommen, mit Hilfe von interaktiven neuen Medien und Technologien sicherlich auch noch weiterzuentwickeln. Mhm. Und ja, dann wegen der Liebe damals nach Würzburg gekommen und ja, eben dort zusammen im Keller mit dir gearbeitet. Ja, geil. Ja. Wir starten ja immer unsere Interviewreihe, wie du weißt, mit einem Lieblingszitat. Gab es so ein Zitat in deinem Leben, was dich so nachhaltig so begleitet hat oder was irgendwie so ein Game Changer war? Ich kenne jetzt gar nicht die deutsche 1:1 Übersetzung, aber so vielleicht ein Spruch, der mich begleitet, ist, dass hervorragende Dinge niemals aus der Komfortzone heraus entstehen. Ja. Und ich glaube, das war oder ist ja auch ein Thema, was uns damals bewegt hat, aus dem Keller, aus dem festen Jobverhältnis rauszugehen und zu sagen, wir versuchen es. Wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, wir glauben an was und wir machen das jetzt, ohne darüber nachzudenken, ob das vielleicht bedeutet, dass es etwas unbequemer wird. Mhm. Und ich glaube, das begegnet uns ja auch immer wieder in unseren Projekten. Du machst dann tolle Projekte und erfolgreiche Projekte, wenn du Leute hast, die im Zweifel auch diesen Weg bereit sind, mit dir zu gehen. Oder zumindest bereit sind, nicht immer 100% zu wissen, wo es am Ende hinführen muss. Ja. Das ist auch meiner Meinung nach unweigerlich so, wenn du dich im digitalen Bereich beschäftigst oder mit digitalen interaktiven Medien. Es ist einfach so vielschichtig und es ergeben sich so viele Optionen und Möglichkeiten, dass man das ganz schwierig am Anfang alles hundertprozentig abstecken kann. Ja. Ja, also bin ich absolut in Resonanz mit dir, einfach zum Thema Komfortzone, weil das ist auch irgendwie so ein Image, was wir uns aufgebaut haben bei Markenkonstrukt, dass wir uns freuen, wenn wir ein Briefing bekommen, aber wir das Briefing eigentlich noch nie erfüllt haben, sondern wir haben es eigentlich erstmal immer hinterfragt und sind damit natürlich unbequem geworden und haben unseren Gegenüber immer aus der Komfortzone rausgeholt. Ja.
mit den Erfahrungen, die wir einfach auch gesammelt haben, das Konzept zu hinterfragen, macht das wirklich Sinn, das, was wir dort lesen, oder braucht das Briefing vielleicht noch eine Schleife oder so? Ja, ne? Also, ja, absolut. Heißt halt auch, dass wir unsere Kunden so ein bisschen rausfordern, auch jedes Mal. Ja, aber also meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass wir die erfolgreichsten Projekte wirklich bestreiten, wenn wir das auch wirklich leben. Also wenn wir auch die Möglichkeit haben, Ideen und Konzepte gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln und uns nicht sklavisch an das halten müssen, was gefordert ist. Weil im Grunde bist du nur ein ausführendes Organ und auch nur so gut wie das Briefing. Ja. Letztendlich selbst ist. Ja. Janik, wie du weißt, sind ja oder stehen ja unsere Zuhörer von Markenkonstrukt FM auf coole Stories. Mhm. Gab es in deinem Leben so einen Moment, in dem du es wirklich schwer hattest? Oder gab es so einen Moment, wo du sagst, da ist mir ein Fehler passiert oder der so nachhaltig irgendwas in dir verändert hat? Gab es so einen Moment? Ich weiß gar nicht, ob es diesen einen Moment gibt. Und ich glaube, diese Momente gibt es immer wieder. Mhm. Wenn du nach dem einen Moment fragst, würde ich sagen, im Positiven natürlich die Hochzeit, ja? Mhm. also eher was auf privater Ebene, oder die Geburt der Kinder. Mhm. Beruflich würde ich die Frage verneinen, weil es gab für mich nicht diesen einen Moment, sondern es ist eine Anreihung vieler Momente, die letztendlich das aus einem macht, was du bist. Und ich erinnere mich an eine Skifahrer-Situation auf der Hütte sitzend, wo ein Kollege damals gesagt hat, du bist die Summe deiner Erfahrungen. Und ich habe das damals nicht wirklich verstanden, was er damit sagen will. Ja. Mittlerweile weiß ich, was er damit sagen wollte. Also jedes Projekt prägt dich, jedes Projekt setzt durchaus auch einen Veränderungsprozess in dir in Gang, lässt dich darüber nachdenken, wie du mit Dingen umgehst, wie du kommunizierst. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass wir uns auch immer wieder hinterfragen, auch selbst hinterfragen und auch immer wieder besser machen wollen. Also dass halt nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn was nicht funktioniert oder es hätte vielleicht besser laufen können, sondern wirklich das halt zum Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, das nächste Mal machen wir es besser. Ja, ja. Wenn du so zurückblickst, mal so in unsere Firmengeschichte, jetzt beschäftigen wir uns ja sehr stark mit dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Wir wollen Unternehmen helfen, auf dem Weg digitale Geschäftsmodelle, aber auch Geschäftsprozesse zu hinterfragen, neu zu entwickeln oder auch weiterzuentwickeln. Mhm. Gab es für dich so in deiner beruflichen Laufbahn bei Markenkonstrukt so ein Momentum, wo du sagst, so ein Aha-Moment, wo du sagst, krass, wir sind jetzt im digitalen Zeitalter jetzt auch mal für uns so als Company wirklich angekommen. Also wir merken jetzt, dass das wirklich eine große Relevanz darstellt. Gab es so einen Moment, wo du sagst, ja, da ab diesem Zeitpunkt für mich oder mit diesem Projekt hat eigentlich für mich das so angefangen, im Kopf so ein Umdenken? Fällt mir TUI spontan ein. Ja, oder Douglas. Ne? Douglas also, sehr cool. Ich musste gerade so ein bisschen überlegen, weil viele Projekte natürlich einen sehr hohen digitalen Anteil schon seit jeher haben. Mhm. Aber die Überlegung, glaube ich, damals sehr wegweisend war, zu überlegen, okay, wie können wir die Sicht verändern, wie müsste ein Unternehmen aufgestellt sein, um mit dieser mit der digitalen Einstellung auch der Kunden heutzutage da mitzukommen, Schritt zu halten, sich das zunutze zu machen. Also ich denke da auch an ein kürzliches Konzept für Seat, das wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, was hat sich eigentlich verändert? Ja, und absolut. Wir festgestellt haben, auf Unternehmens- oder Anbieterseite hat sich nicht wirklich viel verändert. Mhm. Und verändert sich auch immer nur dann was, wenn der Druck von außen so groß ist, dass es eigentlich schon wieder fast zu spät ist. Ja. Und meiner Meinung nach, das ja auch der Unterschied ist zu diesen
zu diesen großen oder momentan großen Unternehmen aus Amerika, zu denen alle immer schauen, die einfach sich zur Aufgabe und zur Kultur gemacht haben, ja, das Game Changer zu sein. Ja? Ja, ja. Und wenn es keine Company oder Unternehmen gab, die auf dem Gebiet schon unterwegs war, dann denken die sich einfach, dann machen wir halt eine. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Ja. Zu unserer europäischen Kultur, da bewegt man sich erst, wenn man wirklich merkt, okay, alle anderen tun es fast auch schon. Mhm. Ich muss da wohl mitziehen. Und ja. Ist auch so interessant, dass man muss ja diese Pioniere erstmal finden. Ja. Ja? Also wir entwickeln ja auch eigene Projekte, wo jetzt kein Auftraggeber hinter uns steht, sondern wo wir ja selber initiativ unterwegs sind. Und man muss ja wirklich die Persönlichkeiten wirklich im Markt finden, die sagen, ich schiebe das mit an. Ich bin ein Pusher. Ne? Ja. Also ich bin jemand, der das mitbewegen will, das Thema. Ja. Ja, also vielleicht auch nochmal kurz auf die Frage davor zu kommen, um da abzuschließen, ist es ja wirklich so, selber auch die Erkenntnis und die Überzeugung zu bekommen und dahinter zu stehen, hinter dem, was man auch den Unternehmen empfiehlt. Das ist ja, sagen vielleicht viele, aber für uns wirklich eine Herzensangelegenheit, die Unternehmen dabei zu begleiten, diesen Prozess einzuleiten der Digitalisierung und sich damit zu beschäftigen und auch gemeinsam zu evaluieren, wie weit muss das denn gehen. Ja? Also reden wir hier tatsächlich über das Geschäftsmodell oder reden wir hier tatsächlich nur über eine Kommunikationsstrategie? Mhm. Die Erkenntnis einfach zu haben, dass sich Informationen, wie Informationen fließen und damit natürlich auch Kaufverhalten sich verändert, dass das immer weiter digitalisiert werden wird, egal in welcher Branche. Ich glaube, wenn man mit dieser Grundeinstellung Projekte oder auch Briefings hinterfragt oder sich damit auseinandersetzt, dann kommt man unweigerlich ins Gespräch und dann entwickeln sich daraus auch unweigerlich Konzepte, die zumindest die richtige Richtung haben. Mhm. Ja, man muss jedoch diese Erkenntnis für sich gewinnen und man muss sich auch damit anfreunden, dass, wie hatte der eine Zukunftsforscher letztes Jahr mal gesagt, dass sich jede Branche früher oder später verändern wird. Mhm. Und die Frage ist, welche Rolle möchte man spielen? Mhm. Und, also nicht, ob sich was verändert, sondern wie will ich mitspielen? Eigentlich? Ja, und genau. Ja. Ja. Wenn du mal so privat, geschäftlich, also so an dich persönlich denkst, welche Bedeutung hat so das digitale Zeitalter für dich? Also ist es, vielleicht jetzt auch so mal so einen kleinen Schwenk zu machen, ist es manchmal vielleicht auch eine Last? Ja. Genau. Definitiv. Also es fällt unglaublich oder es ist unglaublich schwierig loszulassen, finde ich. Und da bin ich auch absolut von überzeugt, wenn Leute sagen, es wird aufgrund dieser Digitalisierung und Virtualisierung auch Räume geben, in welcher Form auch immer, wo man genau das nicht will. Also ich war bei der Physiotherapeutin letzte Woche, weil ich vor lauter Sitzen und Autofahren Rückenprobleme habe. Und in ihrer Praxis hast du kein Handyempfang. Hm. Und das war somit das Erste, was mir aufgefallen ist. Und das zeigt eigentlich, wie abstrus das ist. Du gehst zu einer Masseurin in die Praxis und dir fällt auf, du hast kein Handyempfang. Also das passt irgendwie ja gar nicht zusammen. Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie man heute durchaus auch abhängig sein kann oder verhaftet sein kann mit Telefon, mit mobilen Rechnern plus diesen ganzen Services, die auf diesen Geräten angeboten werden. Mhm. Also man fühlt sich ja fast schon wirklich ausgegrenzt, wenn man nicht die Möglichkeit hat, seine E-Mails abzurufen, eine E-Mail zu schreiben, einen Messenger zu bedienen oder eine Zeitung online aufzurufen. Gibt's was, wo du so für dich privat sagst, das unternehme ich, um mich ganz bewusst jetzt mal abzuschotten und zu sagen, jetzt mache ich mal Familie oder, also gibt's was jetzt ein bisschen weiter geht als nur Handy aus oder so, was du dir überlegst? Oder schaffst du so Rituale, wo du sagst, ab diesem Zeitpunkt mache ich das Handy? Ja, genau. Aus? Also es sind eher, also das Handy ist, glaube ich, nie aus, muss ich gestehen. Aber es gibt Rituale, in denen das Handy keine Rolle spielt. Okay. Oder auch, sagen wir mal, Kommunikationsmedien keine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich zu Hause. Also
wenn ich versuche, den Abend mit der Familie zu verbringen, dann ist zwischen, sagen wir mal, 7 und 10, das ist, würde ich mal behaupten, so mit einer handyfreie Zeit. Mhm. Und das tut auch ganz gut. Und ich glaube, wenn man es ist auch bewusst und ist auch allen Beteiligten bewusst. Also man reagiert dann lustigerweise natürlich auch sehr behutsam oder fast schon gereizt, wenn dann jemand anderes dieses Ritual bricht. Mhm. Ja. Und dann anfängt, also das geht ja bei den Kindern schon los, ja, die dann doch das Handy haben wollen oder irgendjemand eine SMS bekommt und man sich dann schon fragen muss, sagen wir, kann man das Gerät auch einfach mal beiseite legen und uns anders anders zunutze machen oder anders miteinander beschäftigen. Aber da helfen die Kinder natürlich schon ungemein. Die sagen, Bilderbuch anschauen, Eisenbahn bauen. Ja. Wobei auch da mittlerweile gibt es Eisenbahnen für Kleinkinder ab 3 Jahren, die du über dein Smartphone steuern kannst. Also das ist schon verrückt. Also die Sachen haben noch keinen Einzug erhalten und ich glaube, das werden wir uns auch schenken. Ja, aber da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, um digital zu bestehen oder arbeiten zu können, braucht es unbedingt auch das Gegengewicht. Ja. Ne? Es braucht einfach dieses Offline-Gehen und den Fokus verändern, digitale Medien hin oder her, aber dann, dass man einfach mal raus ist aus der Nummer und man eben nicht erreichbar ist, ne? Diese ständige Erreichbarkeit. Ja, und nur dann beschäftigst du dich im Zweifel auch kritisch damit. Ja. Also in Phasen oder in Hochphasen, wenn du dein Handy eigentlich rund um die Uhr in der Hand hast und bearbeitest, wirst du dich damit nicht kritisch auseinandersetzen, sondern du wirst dann anfangen, darüber nachzudenken, ist das gut und ist die Intensität auch die richtige, wenn du es weglegst, weil dir dann auffällt, wie lange du es im Zweifel schon nicht mehr weggelegt hast, ausgemacht hast oder wie schwer es dir fällt, ohne zu sein. Ja. Und das stößt dann einen Denkprozess an, ganz klar. Aber es ist nichtsdestotrotz eine sehr, sehr, sehr tolle Erfindung und ich glaube, in die wir reingewachsen sind. Genau. Also unsere Generation ist reingewachsen. Ne? Unsere Kinder, die kennen eine handyfreie Zeit gar nicht mehr. Nee, und auch die Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ne? Also von Nokia oder Siemens vorher, Nokia, XDA, Orbit und Palm und BlackBerry und Touch gesteuerte Smartphones. Also das ist Wahnsinn. Yannick, warum hat aus deiner Sicht die Digitalisierung in Zukunft eine so große Bedeutung für Unternehmen? Mhm. Weil die Frage, die ich dann zurückspiele an dich, ist, was bedeutet Digitalisierung? Ich glaube, dass Digitalisierung per se deshalb allein schon notwendig ist, um Schritt zu halten mit der Zielgruppe, um dem Informations- und Kaufverhalten der Zielgruppe gerecht zu werden. Mhm. Die große Sache, die damit ja einhergeht, mit der Digitalisierung, sagen wir mal, von Märkten erstmal und von Informationsverhalten ist, dass sich natürlich Tür und Tor öffnet für neue Anbieter, für, sagen wir mal, auch Unternehmen aus anderen Bereichen. Wir hatten das ja auch schon mal thematisiert, dass auch Prozesse nicht nur komplizierter werden, weil Digitalisierung stattfindet, sondern oftmals natürlich auch einfacher. Und das bedeutet, dass Unternehmen auf einmal, die eben noch Partner waren, auch zu Mitbewerbern werden können, weil sie einen Zugang finden zu dem vermeintlichen Endkunden über digitale Medien. Und es ist einfach wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um seine Position im Markt zu behaupten, um seine Position im Markt auszubauen und um in der jetzigen Situation auch zu bewerten, ob es nicht neue Marktchancen gibt, die sich daraus erschließen. Mhm. Eben aufgrund dieses veränderten Kommunikationsverhaltens. Und das bedeutet für mich eigentlich Digitalisierung oder ist der Motor für die Digitalisierung. Mhm. Der Motor sind nicht die Unternehmen selbst, die sagen, ey, wir wollen Prozesse grundsätzlich digitalisieren, um Kosten zu sparen, weil das findet ja seit jeher statt und das findet ja immer nur in dem Ausmaß statt, wie es bequem ist. Mhm. Sondern Digitalisierung muss meiner Meinung nach so verstanden werden, dass man grundsätzlich sein Geschäftsmodell überprüft, grundsätzlich seine Positionierung überprüft und grundsätzlich überprüft,
wer ist Zielgruppe und wie bewegt sich die Zielgruppe im virtuellen Raum, im realen Leben und wie informiert sich die Zielgruppe und wie kauft die Zielgruppe. Und das verändert sich aufgrund der Digitalisierung rasant und schnell, und deswegen sollte man sich damit beschäftigen. Ja. Wir weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass das eine Aufgabe der Unternehmensführung ist. Definitiv. Ja. Oder genau da angesiedelt und initiiert werden soll und eigentlich nicht oder weniger die Aufgabe der Fachabteilung selber ist, sondern dass es im Grunde genau darum geht, Fachabteilungen intern wie extern zusammenzubringen, um dann letztendlich wirklich Innovationen zu entwickeln, Geschäftsmodelle zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und so weiter, um das Kerngeschäft zu hinterfragen, inwieweit kann das den Prozess der Digitalisierung durchmachen und so. Genau. Ist ja auch oder ein Indiz dafür ist ja, wenn wir mal den Übergang finden zu dem ganzen Thema Technologien, und wenn wir das gerade, weil wir es über Smartphones das ein oder andere Mal schon hatten, mal darüber reden, über Virtual Reality und Augmented Reality, muss man sich ja fragen, bei all der Digitalisierung, welche Geschäftsmodelle gibt es denn, die sich diese Technologien zunutze machen? Mhm. Meiner Meinung nach kaum welche, darauf aufbauen, und es gibt überhaupt ganz wenige Apps, die das, glaube ich, vernünftig Mainstream, also im Mainstream einsetzen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass, glaube ich, Audi eine Werbung macht, wo sie diese Technologien aufgreifen, um die Innovationskraft zu verkörpern, ist aber doch wirklich die Frage, inwieweit die Unternehmen selbst solche Technologien auch pushen. Und es ist wieder ein Indiz dafür, dass sie es nicht pushen. Also zumindest nicht die europäischen und deutschen Unternehmen, sondern es wird sicherlich dann in 2-3 Jahren eine Company geben, die sagt, ey, da ist eine Technologie, die basiert auf Virtual Reality, auf Augmented Reality, wobei ich da glaube, Virtual Reality wird noch den viel größeren Impact haben, weil Augmented Reality letztendlich so ein bisschen vorbereitet hat auf das, was da kommt und was möglich ist und diesen Wow-Effekt und Leute sensibilisiert hat, aber was Virtual Reality für Möglichkeiten bieten wird, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht begriffen, und wird im Grunde aber wahrscheinlich auch erst dann aufgegriffen von der Industrie und von den Unternehmen, wenn es Kunden gibt, die aktiv danach fragen und sich dieser Technologie bedienen, beziehungsweise andere Unternehmen auf den Markt kommen, die sich diese Technologie zunutze machen, um ihre Produkte besser, schneller, erfolgreicher zu vermarkten. Ich denke auch, es werden Startups sein, die das entwickeln und dann natürlich, und das hatte ich ja mit der Anne Schüller schon im Podcast gesprochen, die dann von der Industrie aufgekauft werden, um diese Innovation ihr eigen nennen zu dürfen. Aber lass uns doch noch ein bisschen auf dem Gedanken expandieren der Virtual Reality Technologie. Mhm. Was kommt auf uns zu? Was wird in Zukunft spannend sein? Womit kann man sich jetzt schon im Labor beschäftigen? Ne? Ja. Aber weil so richtige Geschäftsmodelle lassen sich da jetzt im Moment noch nicht so wirklich ableiten. Ja. Aber gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in deine, also, ja, in deine Welt. In meine Welt, ja. so wie ich die Sache momentan sehe und bewerte. Es ist noch Gimmick. Und es ist, und was wir erwarten können, ich habe vor ein paar Monaten gesagt, es wird sicherlich, oder man könnte jetzt schon eine Psychiatrie für all die aufmachen, die sich in diesem virtuellen Raum verlieren werden. Weil jeder, der mal so eine Brille spaßeshalber auf hatte, der erlebt Dinge, wenn sie denn gut gemacht sind, die schon wirklich beeindruckend sind. Und wenn man an dieses Phänomen Second Life zurückdenkt, was es ja immer noch gibt, aber bei weitem nicht mehr so gehypt wird, wie viele Leute da sich verloren haben, oder in World of Warcraft und diesen ganzen Spielen, wo Leute schon süchtig werden von ihrer Rolle in diesem vermeintlich virtuellen Raum, aber tatsächlich ja noch im realen Leben stattfindet, muss man sagen, bei Virtual Reality verschmilzt es extrem. Also diese Linie zwischen echt und unecht, die ist nochmal deutlich schmaler geworden, und jeder, der mal sich das ein oder andere YouTube-Video dazu angeguckt hat, gibt es zum Beispiel eins von unserem Lieblings-YouTuber PewDiePie, dem erfolgreichsten YouTuber, der natürlich all diese
den fancy Stuff, wie unsere Entwickler sagen, natürlich auch schon ausprobiert und Videos gemacht hat, der wird erleben, wie verrückt es ist. Und ich glaube, das, was momentan im Bereich Virtual Reality zu erleben ist, ist ja nur der Anfang. Ja. Also die Gaming-Branche ist da natürlich auch mit ganz weit vorne, die pushen das, die machen sich das natürlich sehr stark zunutze. Ich glaube, es gibt auch eins der ersten Spiele, so ein Climbing, also so ein Kletterspiel, wo du mit einer Brille dann den Berg hochkletterst und wenn du nach unten schaust, so diese Tiefe hast. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend und macht deutlich, was möglich ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lassen sich daraus für Unternehmen Geschäftsmodelle ableiten? Also ich glaube, als erstes wird diese ganze Conferencing-Szene davon profitieren und Fortbildungs-, Weiterbildungsbereiche, weil du natürlich ein sehr tolles Gefühl vermittelt bekommst der vermeintlich echten Realität, aber dabei hast du eine Brille auf, aber du sitzt in einem Hörsaal oder du sitzt in einem Vorlesungsraum, du sitzt bei einer Weiterbildung, du siehst deine Kollegen, die neben dir sitzen, obwohl sie ja gar nicht neben dir sitzen. Du hast die Möglichkeit auch zu interagieren. Das heißt, du hebst die Hand und du hebst tatsächlich die Hand. Ich glaube, das ist ein Erlebnis. Das muss jeder einfach erstmal erleben, was das bedeutet. Das im echten Leben die Hand zu heben und das überträgt sich in den virtuellen Raum. Mhm. Also das ist ja für den Kopf, was da stattfindet, ein Feuerwerk an Emotionen. Und wenn man mal in die Zukunft denkt, dann ist das für mich letztendlich auch durchaus im Bereich Fernsehen und Informationswiedergabe natürlich ein absolut relevantes oder eine relevante Technologie. Also wenn man sich überlegt, die FIFA-EM findet ja jetzt statt. Ich glaube, da wird Virtual Reality noch nicht wirklich eine Rolle spielen, aber wer weiß, bei der WM vielleicht, dass man sagt, es wird auch ein Virtual Reality Angebot geben und wenn ich dann im Stadion sitze, sehr cool, und wenn ich anderes Erlebnis, und auch als Vermarkter, um dann wieder über Geschäftsmodelle zu denken, sowas anbieten kann, und dann praktisch unendlich viele Sitzplatzkarten verkaufen könnte, weil ich höre das, ich erlebe das, ich sehe vermeintlich auch die Fans im Stadion um mich rum und ich bin einer von vielen, dann ist das natürlich absolut verrückt. Mhm. Und wenn ich dann noch daran denke, dass ich dann auch nur die Werbung gezeigt bekomme auf den Werbebanden unten auf dem Spielfeld, die für mich relevant sind, krass, dann bekommt Big Data und all die anderen Begrifflichkeiten nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Setzt aber voraus, dass natürlich auch die, sagen wir mal, die produzierende Technik da Schritt hält, dass die Kameratechnik da Schritt hält, weil das Erlebnis ist nur so gut letztendlich, wie sie inszeniert ist. Mhm. Oder wie es inszeniert ist. Mhm. Und aber das ist Wahnsinn. Also ich glaube, da werden wir auch noch unseren Spaß haben. Die Art und Weise, wie man Informationen erleben wird, wie man damit auch Marken erleben wird, wie man Produkte erleben kann, aber auch, wie man relaxen kann. Und das ist ja vielleicht auch ein Thema, oder es ist ein Thema, was wir jetzt in ein paar Wochen mit Aliud ja gemeinsam machen werden, beim Jubiläum, zu sagen, setz dich hin, zieh eine Brille auf und relaxe. Ja. Ja, und du bist am Strand, du bist offside, du hörst nichts um dich herum. Ja. Glaube ich, gibt auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck, wie man sich auch im Positiven in dieser Technik verlieren kann. Also ich glaube, das wäre natürlich ein wichtiger Punkt, dass die digitalen Medien oder auch diese interaktiven oder virtuellen Medien dazu helfen, wenn es eine Meditation ist, ja, ne? Also dass sie mir einfach gesundheitlich zum Beispiel einen Vorteil bringen, ja, oder ich gewisse Coachings wahrnehmen kann, ja, oder wie du sagst, ein Erlebnis wahrnehmen kann. Ja. Ne? Also das ist wieder diese Licht- und Schattenseiten, diese ja, Technologie, ja. Ja, die, ne, glaube ich, auch eine hohe Abhängigkeit schaffen können, wenn ja, ich an so diese Gaming-Szene denke, ja, weil du ja doch durch die Brille total abgeschottet bist, ja, ja, und guckst dann auf die Uhr und dann sind 8 Stunden vergangen, ja, hast ja, dann die ja, schwarzen Ränder im Gesicht. Ja, die Frage ist, wer übernimmt Verantwortung, ja, ja, dafür und wie geht man damit um, aber im Grunde ist die Frage ungeklärt und die ist ja auch heute schon ungeklärt. Also ich habe, glaube ich, gestern im Radio gehört, dass irgend so ein Mädchen verunglückt ist in Frankreich und das aber mehr oder weniger dokumentiert hat.
und das dann ins Netz gestellt hat währenddessen. Also es ist auch da natürlich die Frage, wie willst du das handeln, wie willst du das, wem gibst du die Verantwortung dafür? Also ich glaube, da ist einfach auch ein enormer Bedarf aufzuklären und den Leuten die irgendwie den Umgang damit irgendwie auch zu erklären und das auf eine gesunde Art und Weise zu instrumentalisieren. Hm. Ja. Vielleicht nochmal der Gedanke, wir wollen ja auch ein paar Mehrwerte den Zuhörern mitgeben, die ja da Unternehmer, Führungskräfte und Manager sind. Wie nähere ich mich als Unternehmen diesem Thema der neuen Technologie? Ne? Also vielleicht muss ich nicht immer dieser First Mover sein oder der Pionier der Branche, aber so ganz ausblenden kann ich es ja auch nicht. Mhm. Wer ist da verantwortlich im Unternehmen? Ist das jetzt klassisch die IT-Abteilung, die ab morgen VR-Brillen aufsetzen und einkaufen? Oder also hast du mal einen Tipp oder wie kann sich ein Unternehmen diesem Thema nähern? Also der erste Schritt meiner Meinung nach ist immer über die Strategie. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht nachhaltig, eine Technologie einzusetzen, um eine Technologie einzusetzen. Ja. Das kann man mal machen. Das ist so dieses typische, wir sind auf einer Messe oder wir haben mal ein Event, ein Jubiläum. Aber um es wirklich nachhaltig zu implementieren, braucht es eine Strategie, braucht es auf jeden Fall auch einen Grund und braucht es ein Konzept. Ja? Und auf jeden Fall auch jemand, der das Thema treibt, der dafür verantwortlich ist, der die Verantwortung auch übernimmt. Und wer das im Unternehmen ist, ich habe ITler erlebt, die wären durchaus dafür geeignet. Ich habe aber auch ITler erlebt, die bei den dadurch entstehenden Prozessen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Also ich glaube, es ist eher eine Typfrage und hängt ein Stück weit auch wahrscheinlich von der Organisationsstruktur ab. Viel wichtiger als die Titelbezeichnung oder sagen wir mal die Abteilung ist, glaube ich, einfach, wie gehe ich mit dieser Person um? Welche Möglichkeiten gebe ich dieser Person, auch Prozesse zu gestalten, Entscheidungen zu treffen und Einfluss zu nehmen auf strategische Dinge? Mhm. Weil die Implementierung von solchen Technologien, auch wenn sie auf einer Strategie begründet sind, da werden Fehler passieren und da werden auch Dinge passieren, die man im Vornherein, wie ich eingangs sagte, nicht 100% planen kann und nicht 100% steuern kann. Und diese Person, die braucht das hundertprozentige Vertrauen, die braucht Entscheidungsmöglichkeiten, Freiheiten und Leidenschaft für das Thema, über den Tellerrand hinaus zu denken. Und wenn man das dieser Person gibt, dann bin ich sicher, wenn die Strategie stimmt, dann kann das auch zu einem Erfolg werden und kann das Unternehmen weiterbringen und kann das ein Baustein sein im Rahmen einer Strategie im Bereich der Digitalisierung. Für wen lohnt sich das, so ein Lab aufzumachen im Unternehmen? Also sind es immer die Blue Chips, die DAX-Unternehmen oder ab welcher Unternehmensgröße, sagst du, macht es Sinn, wirklich so ein Forschungslabor eigentlich einzurichten, um mal zu sagen... Ja, ich weiß auch hier nicht, ob die Größe entscheidend ist, sondern das Ziel, das ich habe. Und letztendlich ist es ja so, dass wenn ich es selber nicht leisten kann, dann kann ich mir ja andere Unternehmen suchen, die das zusammen mit mir auf die Beine stellen. Mhm. Und das können ja auch branchenübergreifende Labs sein, also wo man einfach sagt, man tut sich zusammen, man schafft eine Infrastruktur, man findet die richtigen Leute, die dieses Thema treiben können und jeder zieht für sich dann die Erkenntnisse aus diesem Feld oder aus diesem Labor und entwickelt das dann branchenspezifisch weiter. Ja, ich glaube, was einem klar sein muss, ist, dass der Einsatz von so einer Technologie natürlich Geld kostet. Also die Entwicklung, die Implementierung, die Betreuung, das ist im Grunde ein eigenes Marketingfeld, ein eigenes Vertriebsfeld. Also es hat einfach Ausprägungen in alle Abteilungen und Bereiche, die man in so einem Unternehmen hat. Ja? Also Geschäftsführung ist natürlich
strategisch involviert, die das Marketing in der Vermarktung und der Art und Weise, wie auch Produktinformationen aufbereitet werden müssen. Mhm. Der Vertrieb darin, wie setze ich so solche Tools ein, die IT, wie schaffe ich die richtige notwendige Infrastruktur, wie gehe ich auch mit Service- und Support-Fragen um und so weiter. Also da skalieren sich sicherlich die Kosten auch mit Unternehmensgröße, aber geeignet ist die Technologie für jedes, im Grunde für jedes Unternehmen. Mhm. Ja. Janik, die Zeit ist vorangeschritten. vielleicht zum Schluss und ich glaube, wir können unseren Zuhörern schon jetzt versprechen, dass wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch ein paar Folgen zusammen aufnehmen, um immer mal wieder so über den Markt zu berichten. Ja, oder auch auf dem Blog Projekte vorstellen zu dem Thema, wo wir sagen, all diejenigen, die das interessiert oder die sich auch einfach mal zu dem Thema austauschen wollen, stellen wir Informationen zur Verfügung. Wie gesagt, das ganz konkrete nächste Thema ist ja das Jubiläum jetzt im Juni, wo wir diese Technologie dann auch mal einsetzen und vor allem Menschen damit konfrontieren, die damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Mhm. Und das sind ja dann immer die spannenden Momente. Absolut. Ja. Wir berichten darüber, genau. Live und in Farbe. Ja. Alles, was du genannt hast an Links, auch zu diesem YouTube-Film, den ich sehr beeindruckend finde, zum Thema VR, verlinken wir in den Shownotes. Janik, hast du vielleicht eine Empfehlung, wo man interessante Informationen nachlesen kann? Gibt es so eine Quelle, so eine Internet-Resource, die du nutzt? Ja, also meine favorisierte Quelle ist iBusiness. Sehr cool, ja. Also das ist mit dem Herrn Graf, heißt glaube ich, der Chefredakteur, hatten wir ja auch schon letztes Jahr Berührungspunkte auf unserer Perspektive, auf diesem der Event, Messe, genau. Und ihn als Keynote-Speaker eingeladen. Das ist ein Medium, was meiner Meinung nach absolut am Puls der Zeit agiert, was absolut zeitrelevante Themen aufgreift und vor allem auch vernünftig recherchiert und oftmals auch mit Studien, Analysen belegt. Und das ist ja gerade auch für die Argumentation für uns gegenüber Geschäftsführern, Vorständen und so. Richtig. Wichtig, ja, um auch glaubwürdig zu sein und Projekte auch nachhaltig aufzusetzen. Sehr cool. Verlinken wir auch in den Shownotes. Gerne. Janik, den letzten Tipp für unsere Zuhörer, für unsere Unternehmer in Sachen digitale Transformation oder digitale Markenführung? Locker bleiben. Okay. Locker bleiben. Ja. Janik, ich danke dir für das Interview. Hat total Spaß gemacht und freue mich auf die nächsten Folgen und die nächsten Berichte und sage danke. Bitte. Bis bald. Bis bald. Ciao.